Hi, ich bin Esther. Während des Corona-Lockdowns war ich in Israel, weil ich den Absprung zurückzufliegen einfach verpasst habe. Mir ist aufgefallen, dass die Lichtverhältnisse in den Räumen ziemlich katastrophal waren. Die Energiesparlampen und LEDs ergaben eine sehr kalte Atmosphäre, die zum Arbeiten ganz gut, aber zum Entspannen einfach ungemütlich waren. Wir verbrachten viele Stunden zu Hause und einfach eine neue Lampe zu kaufen war unmöglich, weil die Corona-Einschränkungen sehr streng waren. Außerdem war ich zu Gast. Ich probierte also aus, welche Materialien ergeben welche Wirkungen. Kann ich Bewegung und Wandelbarkeit erzeugen? Licht und Schatten? Wenig Effekt. Reflexion vielleicht? Ich habe herausgefunden, dass ich das Licht erst bündeln muss, bevor es einen Spiegelungseffekt gibt. Das gefällt mir ganz gut. Da meine israelischen Freunde das helle Licht zum Lernen brauchen und ich das warme zum Entspannen, brauche ich eine Funktion, die mir das ermöglicht. Und ich muss das Objekt mobil gestalten, denn wir sind häufig von Studenten-WG zum Elternhaus umgezogen. Das ist mein finaler Prototyp. So war es vorher und so ist es jetzt.